Phil Laude. Seid gegrüßt, liebe Follower. Der Vati hat mir zu Weihnachten die FIFA geschenkt. Und beim Schrottwichteln gab es hier noch EA dazu. Dann habe ich mir gedacht, im Internet wird ja gerne gezockt. Ich zocke gerne an der Börse. Wieso nicht mal ausprobieren? Ich habe mich für Sons of the Forest entschieden, weil ich mich auch als Sohn des Waldes sehe. Was haben wir als Kinder nicht einen Spaß gehabt, wenn wir durch den bayerischen Wald gehopst sind? Dem Vati gehört ein nicht unerheblicher Teil. So, dann lasst die Spiele beginnen. Ich bin natürlich Einzelspieler. Das dauert ja länger, als die Formalitäten einen Mitarbeiter zu entlassen. Ah, ein Flug über die Wälder mit dem Heli. Eine Alltagssimulation. Wo gibt es den Shampoos? Oh, da sind ja noch andere im Heli. Das ist neu. Hoffentlich spielen wir keinen Normalverdiener. Die Insel erinnert mich ja ein bisschen an meine eigene. Wobei es ist nicht ganz so paradiesisch wie Neuseeland. Ein Tattoo am Unterarm. Das Erkennungszeichen eines Geringverdieners. Huch, was passiert denn nun? Ein Absturz. Das bin ich nicht gewohnt. Bei mir geht's immer bergauf. Ja, jetzt habt ihr Pech gehabt, gell? Nur der Stärkste kann überleben. Tut mir leid. Wie die freie Marktwirtschaft. Das ist doch einer von denen. Du kommst hier nicht rein. Nein? Hier ist nur Platz für einen. Schusch. Verschwinde. Oh, das sieht gefährlich aus. Schusch, verschwinde, sonst hole ich den Sicherheitsdienst. Das war der härteste Schlag, seit uns die Trolle auf Reddit die GameStop-Nummer versaut haben. Ach, jetzt soll ich hier diesen Angestellten wiederbeleben? Wo ist denn die Kurzwahltaste für den privaten Rettungsdienst? Gibt es nicht? Sehr realitätsfern. Erinnerst du dich an mich? Ich wollte dir vorhin helfen, wieder in den Heli zu kommen. Oh Gott, der blutet aus den Ohren. Ja, so fühle ich mich, wenn meine Angestellten wieder etwas von der Gewerkschaft daherreden. Nicht, dass noch jemand die Arbeitssicherheit ruft. Das ist dir privat passiert. Wir sind hier privat unterwegs, Kevin. Also manche Spiele sind wirklich unrealistisch. Einem Schwächeren helfen, wer bin ich denn, die SPD? Ah ja, und hier kann ich ihm jetzt Aufträge erteilen. Großverdiener lieben diesen Trick. Mach Pause. Ja, das könnt ihr streichen. Bauen lassen. Ich möchte die Grundlagen für bauen lassen lernen, nicht bauen. So, jetzt brauchen wir einen Ort, wo wir unseren Unterschlupf errichten. In welcher Richtung liegen denn die Cayman Islands? Konstruktion abschließen. Ja, so kenne ich das. Er ist ein bisschen dumm, aber er macht alles, was ich sage. So wünscht man sich seine Mitarbeiter. Super, Kevin. Oh, Entschuldigung, er heißt Kevin. Kevin, wenn du so weitermachst, wirst du Mitarbeiter des Monats. Das freut die Geringverdiener. Also beim Holzhacken ist es ja ein bisschen wie auf dem Aktienmarkt. Der Hebel macht die Musik. Seht ihr? Kinderspiel. Und gehebelt. Ach, so muss ich das anfühlen, wenn Geringverdiener arbeiten. Achtung, der Baum fällt steiler als die Löhne der Mittelschicht. So, Kevin, einsammeln tust aber du. Wo ist denn der Kevin? Kann man den rufen? Kevin! Ah ja, ist ja Kevin. Hör mal kurz auf zu arbeiten. Hol. Moe. Wieso gibt es hier kein Moe? Das werde ich aber bei der nächsten Aktionärsversammlung anmerken. Oh, das Spiel gehört, glaube ich, gar nicht zu EA. Da müssen wir noch ein bisschen shoppen gehen. Hol, Holz und mir geben. Ja, super. Und das alles ohne Mindestlohn. Das muss dieser Dopamin-Kick sein, von dem die Gamer immer reden. Ah, man muss also eine Menge verschiedener Dinge einsammeln und sich so nach und nach ein Vermögen anhäufen. Das ist ja wie im wahren Leben, wenn man nicht reich geboren ist. Hui, was für eine schöne Schneelandschaft. Fast wie im P1. Und hier oben bauen wir irgendwann mal eine Skianlage. Ach, wie schön, ein Reh. Bleib hier, Wintermantel. Etwas zum Essen. Oh, von dem Pilz wird mir also schlecht. Das macht Sinn. Mein Magen ist nur Trüffel gewohnt. Oh Gott, was ist das denn? Schleich dich, schusch. Geringverdiener, von mir bekommst du überhaupt nichts. Was ist denn jetzt los? Sag mal, hast du mich gerade geschlagen? Spinnst du? Verschwinde! Hilfe, wieso ist es denn jetzt so schwarz wie meine Amex? Na toll. Eine Horde von Verrückten, die an meinen Besitz ran wollen, wie im echten Leben. Vielleicht kann ich mich freikaufen. Kannibalen, wollt ihr Geld vielleicht haben? Na, da seht ihr. Feuern ist eine meiner Stärken. Kevin, das ist mein Feuer. Schusch, du sollst schön arbeiten. Wir haben noch nicht Mitternacht. So, ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass die Spielemechanik mich dazu zwingt, selbst Hand anzulegen. Im wahren Leben würde ich den Kevin so lange schuften lassen, bis ich genug Geld habe, mir einen zweiten Kevin zu holen. Und dann würde ich den ersten Kevin dazu bringen, den zweiten Kevin doppelt so hart anzutreiben. Und das wiederholen wir dann, bis der Konzern steht. Also ich überlege an dieser Stelle, dieses blöde Spiel zu beenden. Es ist mitten in der Nacht und der Kevin hat noch nicht mal mein Chalet fertig errichtet. Kevin. So, und jetzt beginnt ein neuer Tag und der ganze Albtraum geht von vorne los? Nein.
An dieser Stelle muss ich dieses Spiel leider beenden. Ich bin nicht in eine reiche Familie geboren worden, um mich hier ins Hamsterrad zu begeben. Das Spiel ist schlecht. Bitte kommentiert ein besseres in die Kommentare oder schaut hier beim High Performer Henning vorbei. Der zeigt euch, wie ihr für Arbeit auch echtes Geld verdient. Oder bei mir im Silicon Valley, da kann man auch Geld verdienen. Grüß euch.